Hallihallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von meinem Sims 2 Let's Play. So, was wollte ich mit ihr jetzt eigentlich machen? Wir telefonieren einfach hier mal mit Gretchen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit ihr machen wollte. So, er möchte, John möchte, hier, jetzt müsste ich mit Sandra verloben. Sie hat Angst vor einer Verlobung, 3500, er hat hier 5000. Eigentlich müsste das überwiegen. Okay, er hat einen Mechanikpunkt erreicht. Genau, ja, auch hier werde ich den Tipp beherzigen, dass ich einen Radio aufstelle. Die Frage ist halt nur, wo am besten? Weil die Küche ist eigentlich ziemlich... Wir können das hier betrachten. Wir können das hier eigentlich ganz dezent mal wegschmeißen und dann hier einfach einen Radio hinstellen. Genau. Gibt es denn auch noch in einer anderen Farbe? Nee, gibt's nicht. Okay. Gut, dann haben wir das jetzt erledigt. Was wolltest du denn eigentlich hier mit Gretchen? Okay, wir plaudern einfach mal weiter. Du brauchst dann Charisma. Du möchtest eigentlich, was möchtest du werden? Genau, du möchtest Zauberkünstlerin werden. Daran muss ich auch noch arbeiten. Ich muss dann so vieles noch arbeiten. Die Frage ist, es sind beide voll gut drauf gerade. Wenn sie fertig ist mit Telefonieren, was machst du dann? Recyceln? Genau, dann recycelst du noch. Und dann werde ich es einfach hier mit Jonghab Begeisterung für Bastelarbeiten entwickeln. Toll. Und dann werde ich es einfach mal probieren und sie um, also werde ich um mit John um Sandras Hand anhalten. Vorschlagen, über Nacht zu bleiben. Nee. So, du hörst jetzt auf. Antrag verloben. So. Mal gucken, was daraus wird. Oh, Lassie. Ah, Licknarb. So, jetzt bin ich gespannt, weil sie ist ja eigentlich, sie hat ja voll die Angst davor. Oh, okay, sie freut sich aber drüber. Sie freut sich darüber, dass... Oh, sie hat die Angst gar nicht mehr. Seit wann ist die Angst dann vorbei? Okay, ein Fähigkeitenpunkt erhalten. Was? Moment. Wieso hat er jetzt eine schlechte... Wieso hat er jetzt eine schlechte Erinnerung? Bin ich jetzt komplett irre? So. Verlobung mit Sandra. Oh, ich weiß wirklich nicht, ob das eine, ob das so eine gute Idee war. Echt jetzt? Jetzt weiß ich, dass ja das schönste Wort der Welt ist. Ich kann schon die Hochzeitsglocken läuten hören. Was geht denn jetzt ab? Sie hatte die Angst, dass sie einen Heiratsantrag bekommt. Die Angst ist plötzlich weg. Er hatte den Wunsch, dass... nee. Muss ich das verstehen? Nee, gell? Ich glaube nicht. So, ja, bei ihm habe ich das alles schon vergeben. Bei ihr habe ich das auch alles vergeben. Alter. Ernsthaft jetzt? Wieso hat... Nee. Verstehe ich nicht. Verstehe ich absolut nicht. So, du möchtest dann einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Die Frage ist halt nur, welchen... Logik lernen. Ich glaube, du wirst dann nochmal Mechanik machen. Ist, glaube ich, ganz gescheit, wenn du das weiter lernst. Dann kann sie zum Essen rufen. Okay, ihre Schwester kommt schon. Sehr schön. Dann hörst du jetzt mal auf und dann esst ihr bitte alle zusammen. Was haltet ihr denn davon? Ich habe keine Ahnung, was ihr davon halten. Aber sie arbeiten. Sie reden miteinander über die Arbeit, über Mode. Aha, okay. Sehr schön. Gute Freundschaft mit Dingens. Eng mit Clemens anfreunden. Ja. Einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Geschenk geben. Charisma und Kreativität brauchst du unbedingt.
Horky, oh. Oops, I win. Mit Gasha. Ja, okay, was? Aha. Freundschaft fürs Leben. Fünf gute Freunde für uns. So, wenn du fertig bist mit Essen, gehst du dann bitte einfach gleich duschen und dann Bild verschwinden lassen, bis wir hier weiter üben, bitte. Und dann, warte mal, du wirst uns zuerst einen Job suchen, weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das in der letzten Folge an diesem Tag jetzt auch gemacht habe oder nicht. Und dann werden wir hier mal weiter suchen, genau. Und du räumst dann hier alles auf und stellst die Reste weg und möchtest dann selber an deinen Fähigkeitenpunkten weiterarbeiten. Genau. Dum, 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 dum. Flotti, flotti, flotti. Oh, Gamer. Okay, nein. Sportler, nein. Gesetzeshüter, nein. Militär, nein. Meeresforschung, nein. Okay, es ist leider nichts da, wo sie wieder anfangen könnte. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Sandra verliert Begeisterung für Filme und Literatur. Verliert Musik und Tanz. Echt jetzt? Für Musik und Tanz? Wieso das denn? So, wenn du den Punkt hier fertig hast, dann würde ich vorschlagen, dass du das hier gleich mal reparieren wirst. 23 Uhr, 9 Uhr musst du wieder arbeiten. Ja, und wenn du das dann fertig gemacht hast, dann gehst du schlafen. Dann würde ich sagen, gehst du schlafen. Dann musst du wieder arbeiten, um 10 Uhr. Du könntest dich dann erstmal entspannen. Entspannen. So, dann... Du hast deinen Punkt. Okay, sie kann ihn absolut nicht leiden. Hm. So, warte mal, entspannen. Und du kommst dann auch mal hier entspannen, bitte. Und... Du wirst dann auch hier rumschmusen und ein Techtelmechtel halten. Er ist eher so derjenige, der das Ganze ein bisschen kürzer hält, damit er mehr Zeit hat, um andere Leute zu beobachten, weil das tut er ja gerne. Und die geht mitten im Winter schwimmen. Ist klar. Ist klar. So. Okay, Hannah, gehst du jetzt? Ja. Nochmal kurz nachgeguckt, was macht meine Schwester? Okay. Sie liegt im Bett. Und schläft. Vielleicht sollten wir nach Hause gehen. So, du möchtest dann was essen. Reste nehmen. Wie, du bist schon ausgeschlafen? Du kannst nicht ausgeschlafen sein. Entspannen. Ernsthaft jetzt? Und ich habe noch nicht mal was, wo ich hier ein Nickerchen halten könnte. Oh, nein. Okay, warte mal. Ich werde das hier ein bisschen umbauen. Das hier kommt dahin, das kommt weg. Und Komfort brauchen wir. Was ist das? Komfort 6. Mhm. Ja, das kann ich hier gleich so nehmen, gell? Passt eigentlich überhaupt nicht hier rein. So, Farbe nochmal gucken. So. Dann wollen wir hier hin und dann ein Nickerchen machen, bitte, weil ich möchte gerne ausgeschlafen sein, gell? Nur mal so zu denken, oh. Weil wenn du schon nicht mehr schlafen kannst, sondern dich nur noch entspannen kannst, ist es ein bisschen schass. Okay, du bist jetzt auch wach. Bist du wenigstens ausgeschlafen? Ja, du bist wenigstens ausgeschlafen. Benutzen. Ah, okay, er räumt es erstmal weg. Abspülen. Betten machen. Dann ist halt noch die Frage, ob du duschen gehen könntest, oder? So, und du wirst jetzt hier einfach mal weiter üben.
Was anderes hat ja gar nicht so viel Sinn. Oh, okay. Aha, okay, das ist sich alles noch ausgegangen. Wunderbar. Wunderbar ausgezeichnet. So, du hast deinen Fähigkeitenpunkt erhalten. Dann wollen wir mal eben schnell das hier wegräumen und dann anrufen Sim. Weil deiner ist ja jetzt weg. Du kannst jetzt zumindest hier mit ihm telefonieren, mit Clemens. So, wir haben fertig telefoniert. Die Arbeit ruft. Wir sind arbeiten. Tut mir leid, hier ist der Anrufbeantworter von Familie Spitzel. Int B. Es ist leider momentan keiner zu Hause. Wir sind beide bei der Arbeit. Bitte hinterlasst eine Nachricht oder ruft später wieder an. 16 Uhr kommt er nach Hause. Okay. Um 16 Uhr. Oh. Als John vom Mittagessen zurückkommt, bemerkt er eine Modelleisenbahn auf dem Schreibtisch eines Kollegen. Der ist im Moment nicht da, aber der kleine Zug ist wirklich verlockend. Soll John es wagen, mit ihm zu spielen, oder soll er besser später wiederkommen, wenn auch der Kollege wieder am Platz ist? Bis später warten. John widersteht dem Drang und beschließt, später wiederzukommen. Er weiß schließlich, wie sehr manche Sims ihre Hobbys lieben. Später am Nachmittag bringt John einige seiner Modelle mit und die beiden führen ein großartiges Gespräch über Modelleisenbahnen. Johns Begeisterung für Bastelarbeiten wächst. Super. Ausgezeichnet. So, wenn du zu Hause bist, was machen wir denn dann? Den Müll hier wegräumen. Dann recyceln, Post holen, beschneiden. Ja, mehr können wir dann erstmal eh nicht machen, würde ich sagen. Oder brauchen wir noch was? Architektur, Kreativität, Logik. Wir brauchen dann wahrscheinlich noch Logik. Aber ist wurscht. So, und wenn... Okay... So. Hey Sandra, magst du mich nicht mehr? Ich habe schon Ewigkeiten nichts mehr von dir gehört. Super. Oh, er ist befördert worden. Endlich hast du deinen eigenen Schreibtisch und Zeichentisch mit aller was abbricht, Linealen und Schreibgeräten im Überfluss. Jetzt ist die Gelegenheit, allen zu zeigen, dass du abstrakte Gebäude entwerfen und sie mit eigenen geraden Strichen auf einen Plan bringen kannst. Erweitere die Fähigkeiten, die du hier erworben hast, und du wirst in 0, nichts ein geprüfter Architekt sein. John muss ab sofort von 9 bis 16 Uhr arbeiten, hat heute 615 Simoleons verdient und einen Bonus von 1230 bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vicky, Stefan. Hallo Vicky. Hallo Vicky, wie geht's dir denn? Okay, wir haben ja eine Kleinigkeit zu zahlen. Was brauchen wir denn jetzt hier? Kreativität haben wir noch. Logik. Okay. Wir werden hier einfach dann mal weitermalen bei diesem tollen Bild. Wow. Wer bist du? Ahmed Krassmann. Ahmed Krassmann. Okay, so. Du kommst auch gerade nach Hause, hast aber... Keine Dinge, ja, ist klar. Warte mal, du wirst jetzt erstmal hier reden üben. Ein Fechtelmechtel wünscht sie sich. Und dann wirst du hier weiter üben. Würde ich mal sagen, oder? Ist das eine gute Idee? 18 Uhr. So, jetzt wird es dann dunkel. Er geht dann in die Sterne schauen. Und sie geht jetzt dann weiter malen. So, warte. Das kannst du für 5 Simoleons verkaufen. Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Okay, warte mal. Hygiene, warte mal. Dann gehst du jetzt erstmal duschen. Dann gehst du aufs Klo, gehst du dann auch. Dann kannst du hier Reste essen und dann gehst du nochmal malen üben. Du willst hier noch ein bisschen weiter gucken. Oder, nee, das können wir später auch machen. Teller nehmen. So. Aha, okay, das geht alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Dass sie beide zusammen essen, aber ist ja wurscht. Jeder macht sein Ding.
Du kannst dann nämlich nochmal in die Sterne gucken. 23 Uhr. Es wäre toll, wenn beide irgendwie... Sandra hat Begeisterung für Kochkunst, für Kunst und Handarbeit entwickelt. Okay. Okay, sie hat jetzt einen Kreativitätspunkt erlangt. Das ist sehr schön. So, entspannen. Du hast das hier. Dann gehst du duschen. Entspannen. So, und dann... Warte mal, du willst einfach nur rumschmusen und dein Techtelmechtel haben. Genau. Mehr willst du nämlich gar nicht. Mehr willst du gar nicht. Toll, da macht mein Garten kaputt, der blöde Wolf. Aber was soll's. So, schlaft mal gut. Schlaft gut, schlaft gut. Techtelmechtel in der Öffentlichkeit haben. Die Fahrgemeinschaft für John fährt in etwa einer Stunde. Okay, warte mal. Dann wirst du jetzt zumindest noch hier die Reste nehmen. Ein Bett machen, genau. Abspülen. Reste nehmen. Normalerweise sollte Sandra heute befördert werden. Reste nehmen. Warte mal, bevor du das jetzt isst. Essen. Genau. Einfach nur für den Fall, falls wir das jetzt nicht schaffen sollten. Ja, genau, das hatte ich nämlich gemeint. Dann kann sie das nämlich wenigstens fertig essen. Und kommt dann, kann dann direkt arbeiten fahren. Und es wird nicht schlecht und wird nicht kaputt und so. Das ist schon wichtig. Das wird nämlich sonst gar nichts. So, also John hat eine Beförderung bekommen. Und das ist wunderbar. Das ist wunderbar. So, sie hat sich gefreut darüber. Keine Ahnung. Sie wird heute auf alle Fälle befördert und kommt auf Stufe 6. Er ist auch schon auf Stufe 6. Er wird, naja, normalerweise die Möglichkeit besteht, dass auch er befördert wird. Warte mal, wenn du heimkommst, wirst du das gleich mit beschneiden und hier wieder auffüllen. Die Rechnungen sind bezahlt. Das ist sehr gut. Und dann wirst du wahrscheinlich nochmal einen zweiten... Ja, so noch einen Logikpunkt, Mechanikpunkt. Ne, oder du wirst heute noch nicht befördert, sondern erst übermorgen. Das kann natürlich sehr gut möglich sein. So, Freitag. Der einzige Tag, wo sie was machen kann. Sandra, genau. Oh, Sandra. Warte mal, wir müssen unbedingt telefonieren. Okay, er wurde auch befördert. Ebenfalls. Was braucht er denn jetzt? Logik und Mechanik. Ah, wir haben nicht mehr so viel vorgearbeitet. Von 9 bis 16 Uhr. Okay. 985 Simoleons. Du hast es geschafft. Die Firma hat dir alle nötigen Zeugnisse ausgestellt, damit du deinen Beruf auf der ganzen Welt ausüben kannst. Und bald wird dein erstes Gebäude errichtet. Die Welt der Architektur braucht gerade jetzt das gewisse Etwas an Kreativität. Okay. So, dann bin ich mal gespannt. Weil sie sollte ja dann eigentlich auch befördert werden. Wer bist du denn jetzt? Willi Blümel. Aha, okay. Oh, okay, warte mal. Genau, du wolltest ja mit ihr telefonieren. Das Bild ist fertig und kann verkauft werden. Für 29 Simoleons. Okay, das ist nicht schlecht. Es gibt viele, warte mal, es gibt viele interpretative Tänzer, die in der Welt des interpretativen Tanzes sehr berühmt sind. Wie zum Beispiel das Mädchen, das diese Übung mit dem Weidenbaum macht.
Oder der Typ, der angeblich eins mit dem Wind ist. Manchmal ist es schwierig zu deuten, was ein Tänzer tut, aber weil heutzutage sowieso alles individuell gedeutet wird, kann man sagen, dass du wirklich sehr, sehr gut bist. Okay, von 16 bis 22 Uhr musst du ab sofort arbeiten. Okay, vielleicht schaut es ja jetzt für dich ein bisschen besser aus, dass du hier ein bisschen mehr rummachen kannst mit den anderen. So, benutzen, säubern, duschen, du verkaufst, achso nee, du malst schon wieder. Dann mach dich erstmal hier an Mechanik ran, bitte. Bitte, bitte, bitte. Genau, und du telefonierst jetzt nochmal mit ihm. Oder mit ihm, oder mit ihr, oder mit Gretchen. Okay, so. Hier, Gretchen. So. Gut, dann würde ich sagen, ich werde hier jetzt erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao.